Seriöse Zahlen gehen davon aus, dass circa jedes zehnte Kind in irgendeiner Form von Gewalt betroffen ist. Und das hier mitten unter uns. Und diese Kinder, wenn die so gewaltgeschädigt sind, entwickeln natürlich eine Vielzahl an Symptomen, eine Vielzahl an Auffälligkeiten, die letztendlich Spiegel ihrer Seele sind, die aber ein Normalsterblicher, sage ich mal, erstmal so nicht versteht. Das sind dann die sogenannten verhaltensauffälligen Kinder. Viele dieser Auffälligkeiten lassen sich wahrscheinlich auch schnell klären und da reichen ambulante Maßnahmen bei Kinder- und Jugendpsychiatern. Ich habe das früher selber auch ambulant gemacht. Das heißt, die Kinder kamen ein- oder zweimal in der Woche für ein, zwei Stunden. Und dann hat man mit denen diagnostisch in welcher Form auch immer gearbeitet. Aber es gab eigentlich in der Jugendhilfe überhaupt kein stationäres Angebot für Diagnostik. Also therapeutische Angebote gab es immer schon. Die sind auch in den letzten Jahren deutlich verbessert worden. Aber bevor ich therapiere, muss ich erstmal wissen, worum geht es eigentlich. Und das ist das, was wir hier machen in der Einrichtung KIT, dass wir uns die Zeit nehmen, nämlich ein halbes Jahr, diese Kinder hier erstmal ankommen lassen in einem geschützten Rahmen. Und ein halbes Jahr Aufenthalt hier hört sich viel an, ist aber nicht so lang, weil in dieser Zeit natürlich ganz viel läuft, sowohl was Gespräche angeht, was Interpretationen angeht, was die Arbeit mit den Angehörigen angeht. Das ist schon sehr aufwendig. Aber wir brauchen eine Basis, damit wir wissen, worüber wir reden. In einem stationären Setting, wo die Kinder rund um die Uhr betreut werden und wo Albträume sein dürfen und wo einfach eine Grundlage dafür geschaffen ist, dass das mit zu dem Wohnen hier gehört, da haben wir ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Zugänge. Das ist schon sehr erfreulich, wenn man sieht, was Kinder dann in dieser Zeit hier auch leisten. Das sind für mich hier die kleinen Helden, die ackern hier wirklich. Und dann kann man überlegen, welche Formen der Hilfen brauchen diese Kinder, brauchen diese Familien. Und das ist dann auch nochmal ein ganz wesentlicher Teil hier, dass wir dann versuchen, hier nachher auch die Helfer, die anschließend mit dem Kind oder mit der Familie arbeiten, Leute aus Beratungsstellen, aus Arztpraxen, aus Psychiatern, je nachdem, wo die Anschlussversorgung läuft, dass man das hier wirklich bündelt und auch plant, damit es auch eine Effektivität hat. Sonst ist die Gefahr sehr groß, dass die Kinder da mal andocken und da mal andocken und hier ambulant und da stationär, aber letztendlich nie was durchgeführt wird, was nachhaltig wirklich auch Wirkung zeigt. Ich glaube schon, dass wir mit unserem Verständnis von interdisziplinärer Zusammenarbeit, mit unserem Verständnis auch auf andere Berufsgruppen zuzugehen, mit den vielen Jahren hier in Düsseldorf natürlich auch mitprägend war. Dass man wirklich hier mit diesen Erfahrungen, die man hat, gleichzeitig so ein Netzwerk aufbaut, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Helfern und zwischen den einzelnen Behörden und Einrichtungen, die einfach notwendig sind, dass diese Strukturen einfach besser genutzt werden. Wenn wir hier wirklich mit Kindesmisshandlung zu tun haben oder sexuellen Missbrauch, haben wir ja oft dann auch juristische Verfahren. Wir haben die Polizei mit drin, wir haben Richter mit drin, wir haben Gutachter mit drin. Und wir gucken mal, dass wir so schonend und kindorientiert wie möglich jeder seinen Auftrag erfüllt. Dass man das versucht, in andere Städte zu transportieren, macht Sinn. In Hannover gibt es seit 3 Jahren eine solche Einrichtung. Also Kind in Diagnostik. In Berlin und in Hamburg laufen im Moment ganz gezielte Gespräche, sowohl mit der Politik wie auch mit Jugendämtern und Kooperationspartnern, solche Einrichtungen in Zusammenhang mit Fortbildung und so auch zu initiieren. Die größte Motivation ist die, dass es uns bei vielen Familien gelungen ist, aufgrund dieses Verständnisses, aufgrund dieser Haltung, also die Spirale von Gewalt, die oft über Generationen hinweg auch gewirkt hat, dass wir die unterbrechen konnten.